die Gewalt von links aufgehetzt von einer Lokalpresse und einem Oberbürgermeister-Darsteller, der vor der Halle gemeinsam mit der gewaltorientierten Antifa und der örtlichen SPD gratis mutant. Das ist allgegenwärtig, auch hier bei uns in Schorndorf. Und die Sicherheit erodiert, weil mit viel Steuergeld Linksextremisten und andere Mitläufer der Bundes- und Landesregierung finanziert und aufgestachelt werden. Und damit sind die Gratismutigen da draußen gemeint, die sich teilweise fürstlich mit Steuergeld das Aufmarschieren für die Regierung bezahlen lassen. Und das, was natürlich auch in den Medien über uns berichtet wird, da werden ja derzeit so viele Schmutzkübel über uns verschüttet, das ist der Wahnsinn, und dem wollen wir natürlich auch persönlich begegnen. Und Sie hören ja immer wieder im Interview, der Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt ja über die AfD, wir wären die schlechte Launepartei, und wenn wir uns tatsächlich den Zustand unseres Landes sehen, dann sind wir tatsächlich schlecht gelaunt. Da wird sogar auf Bundesebene ein Stiftungsgesetz um unsere Stiftung herum gemacht, damit wir keine Stiftungsgelder bekommen. Darüber hinaus wird uns der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Das ist sogar der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, wird sogar jetzt beobachtet. Das Aussagen, dann auch unsere Wohnungsnot, die wir erleben. Und diese Landesregierung, die kümmert sich nicht um diese Probleme, sondern sie versucht, den Klimawandel zu stoppen und die Welt zu retten. Der Horst Seehofer hat es ja so wunderbar mal formuliert, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Und deswegen wird es in diesem Land auch nur eine 180-Grad-Wende geben und keine 360-Grad-Wende. Sie kennen ja die Baerbock, die das ja mal gesagt hat, eine 180-Grad-Wende. Und dann möchte ich vielleicht auch noch übergehen zu der Bundesregierung, die ja schon sehr viel geschafft hat, was andere Regierungen nicht geschafft haben. Erstens haben sie es tatsächlich geschafft, die Merkel zu unterbieten. Das konnte ich mir bisher noch nicht vorstellen. Gleichzeitig haben sie einen nichtigen Haushalt aufgestellt. Und das müssen sie sich mal vorstellen. Und jetzt müssen sie Geld sparen. Und anstatt bei den großen Kostenblöcken wie die Migration, wie jetzt auch die Abgabe zur EU oder irgendwo anders das Geld aufzutreiben. Oder auch gerade bei der Entwicklungshilfe. Ne? Da gibt es ja auch so schöne Projekte wie Fahrradwege in Peru, aber mein Lieblingsprojekt bei der Entwicklungshilfe, da gibt es ja eine ganze Liste, für was da Geld ausgegeben wird von der Bundesregierung für Entwicklungshilfe. Das ist jetzt, und das müssen Sie sich vorstellen, so heißt der Titel, gute Regierungsführung für Togo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünschte natürlich für Togo, dass es eine andere Bundesregierung machen würde, Togo beraten, aber doch nicht die Bundesregierung, die aus Deutschland Togo machen möchte. Also in der Hinsicht gibt es genug zum Einsparen. Und wo spart dann diese Bundesregierung? Sie spart direkt der eigenen Bevölkerung, bei der hart arbeitenden Landwirten. Das ist wirklich asozial und ein Skandal. Die Ampel hat es auch noch geschafft, unsere Energiepreise zu erhöhen. Und sie hat es geschafft, uns vom zweitgrößten Energieexporteur zum zweitgrößten Energieimporteur zu machen. Denn unsere drei bewährten Kernkraftwerke wurden ideologiebedingt abgeschaltet, haben sich die Grünen natürlich durchgesetzt. Seit Gründung der Grünen wollten sie die Kernenergie abschalten. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass hier in Baden-Württemberg Neckar-Westheim 2 11 Terawattstunden, das sind 11 Milliarden Kilowattstunden, also fast so viele Nullen, die in der Bundesregierung und in der Landesregierung sitzen, dass diese einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und unsere Bundestagsfraktion hat dann natürlich gleich nachgefragt, wo denn jetzt der Strom herkommen soll. Und jetzt können Sie mal raten, wo der Strom natürlich herkommt. Es kommt aus dem europäischen Ausland, von Kohlekraftwerken und veralteten Kernkraftwerken zu natürlich teuren Preisen. Das sehen wir ja gerade auch an unseren Preisen. Ja, und da will uns die Landesregierung erzählen, ja, mit den erneuerbaren Energien, die werden das schon regeln. Jetzt schätzen Sie mal, wie viele Windrädchen Sie bräuchten, um jetzt rein rechnerisch Neckar-Westheim 2 zu ersetzen. 1000 bis 1200 Windrädchen bräuchten Sie. Und was denken Sie, wie viele tatsächlich in Betrieb gegangen sind, im letzten und vorletzten Jahr in Baden-Württemberg? Im letzten Jahr waren es 15 und im vorletzten Jahr 9. Also, Sie sehen, das kann nicht direkt funktionieren.
Deutschland betreibt die dümmste Energiepolitik der Welt und dem gibt es nichts hinzuzufügen. Sie wissen ja alle, wir sind Automobilland hier in Baden-Württemberg, so viele gute Zuliefererbetriebe, die hier unterwegs sind und die wirklich sehr gut bezahlte Arbeitsplätze bieten, die stehen natürlich auf der Kippe. Ja. Denn klar ist, wenn ein Autounternehmen das Land verlässt, dann folgen die Zuliefererbetriebe, ist doch klar. Und den großen Konzernen interessiert es doch wenig, wo sie ihre Gewinne erzielen. Das interessiert die nicht. Und deswegen besteht halt die reelle Gefahr, dass wir unsere Zulieferer dermaßen verlieren. Porsche 600 Arbeitsplätze, Porsche 1500 Arbeitsplätze, ZF sogar bis zu 12.000 Arbeitsplätze, Michelin schließt das Werk. Und ich könnte auch meinen ganzen Vortrag wahrscheinlich mit weiteren Beispielen fortführen. Und ich glaube, dann muss doch jedem auch irgendwie Licht aufgehen, dass da irgendwas nicht stimmt mit unserer Wirtschaft. Ja. Und gleichzeitig wird auch sehr viel über den Fachkräftemangel diskutiert. Wir als AfD haben seit der Gründung natürlich uns an Länder orientiert, die mit guter Fachkräftezuwanderung natürlich zu tun haben. Kanada beispielsweise, wir haben schon immer das kanadische Modell gefordert, dass jemand, der die Sprache spricht, der Qualifikation übrigens Punkte bekommt und dann dementsprechend, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, darf er ja gerne hier bleiben. Und alle, die hier arbeiten, die zum sozialen beitragen, die wirklich die Ärmel hochkrempeln, die hier was tun, die sind uns doch herzlich willkommen. Was wir aber als AfD konsequent ablehnen, ist diese Armutsmigration in unsere Sozialsysteme. Gleichzeitig auch das Bürgergeld, jeder weiß es. Die Firmen, die suchen händig dringend mehr Hilfskräfte und so weiter, aber klar ist, durch das Bürgergeld lohnt sich das Arbeiten einfach nicht. Die Rechnung natürlich auch, also für 400 Euro 40 Stunden in der Woche arbeiten, nö. Also für 400 Euro mehr im Monat 40 Stunden arbeiten oder nicht arbeiten, ja, das ist dann klar. Und dann kommt ja natürlich die Möchtegern-Scheinopposition um die Ecke, die CDU, die ja alles kritisiert, plötzlich richtig Opposition spielen, zumindest in Opposition, aber dann schauen Sie mal, dass das ganze Bürgergeld und so weiter von der CDU natürlich mitbeschlossen worden sind. In den Ländern, im Bundesrat beschließen die alles und winken alles durch. Ja, das ist tatsächlich diese CDU und diese CDU braucht wirklich niemand in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, die etablierten Fraktionen sind die wahren Totengräber unserer Wirtschaft. Die Unternehmen haben jegliches Vertrauen in diese Bundesregierung, die Landesregierungen verloren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, klar ist, dass jetzt die Bundesregierung dagegen gesteuert hat, um die Situation zu verbessern. Sie haben natürlich das Kiffen beschlossen, also wir können uns das Land wieder schön kiffen, dann ist wieder alles gut. Und wenn wir uns dann mal hier ein paar Statistiken ansehen aus der Kriminalitätsstatistik, dann finden wir hier vor für das Jahr 2022, dass es alleine in Baden-Württemberg über 3.300 Opfer durch Angriffe mit Messern gab. Das, meine Damen und Herren, sind 9 Opfer am Tag. Allein in Baden-Württemberg. Da kann man schon lange nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Unser Innenminister Thomas Strobe von der CDU erwiderte darauf nur, dass man inzwischen Maßnahmen ergriffen hätte, denn man hätte jetzt ermöglicht, dass sogenannte Messerverbotszonen eingerichtet werden. Und die scheint auch wirklich gewirkt zu haben, meine Damen und Herren. Denn heute kam die frische Statistik für das Jahr 2023 raus. Und ich kann Sie beruhigen, wir haben jetzt nicht mehr 9 Opfer pro Tag durch Messerangriffe in Baden-Württemberg. Die Zahl ist jetzt auf über 10 gestiegen. Diese Messerverbotszonen scheinen also wirklich prächtig zu funktionieren. Da sollte sich unser Innenminister vielleicht mal überlegen, auch wenn ich jetzt die nächsten Zahlen präsentiere, sogenannte vergewaltigungsfreie Zonen oder Vergewaltigungsverbotszonen einzurichten. Denn auch hier sind die Zahlen in einer Höhe, die einfach nicht mehr für ein Land wie Baden-Württemberg angemessen sind. Da hat nämlich das Bundeskriminalamt zuletzt eine Statistik veröffentlicht, wie viele Deutsche werden Opfer durch Zuwanderer und wie viele Zuwanderer werden Opfer durch Gewalt, durch Deutsche, ja, so, genau. Und da kam dann raus, dass Deutsche 4-mal so häufig Opfer werden durch Gewalt, durch Zuwanderer, wie umgekehrt. Und wenn wir Gewaltdelikte mit Todesfolge nehmen, haben wir hier sogar den Faktor 7. Vor etwa 10 Jahren wurde in Deutschland der Atomausstieg beschleunigt. Damals noch unter einer CDU-Regierung,
mit der Kanzlerin Frau Angela Merkel. Warum eigentlich? Können Sie sich noch so ein bisschen daran erinnern, warum? Weil die CDU kurz davor war, die Wahlen hier in Baden-Württemberg zu verlieren. Also hat man die gesamte Energieversorgung dieses Landes in Frage gestellt, nur um was zu tun? Seine lächerlichen Wahlchancen bei einer einzelnen Landtagswahl zu erhöhen. Aber das ist die Art und Weise, wie in diesem Land mit Verantwortung, politischer Verantwortung umgegangen wird. Im Zweifelsfall ist ein kleiner Wahlsieg wichtiger als die Verantwortung für das gesamte Land. Wir haben mittlerweile 50.000 junge Menschen, die jedes Jahr die Schule verlassen, ohne jeden Schulabschluss. Wir haben in diesem Land mittlerweile über 2 Millionen junge Menschen im Alter 20 bis 34 Jahren, die haben überhaupt keine Berufsausbildung. In einer solchen Zeit, wo man junge Leute 10, 12, 13 Jahre ihres Lebens nimmt, indem man sie in ein miserables Schulsystem schickt, sie dann aber nicht auf das Leben vorbereitet, sie dann nicht auf das Berufsleben vorbereitet, das sind diejenigen, die diese Kinder an ihrer Zukunft betrügen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen wollen wir ein leistungsorientiertes Schulsystem als Voraussetzung dafür, dass Schüler eben auch in der Lage sind, später im Berufsleben das Beste aus ihren Fertigkeiten, Talenten und Eigenschaften zu machen. Wir sind diejenigen, die das Beste für euch wollen und nicht euch die nächsten 20 Jahre, liebe junge Menschen, vor der Playstation parken wollen und euch mit einem Bürgergeld abspeisen möchten. Ihr sollt etwas aus eurem Leben machen. Das Thema Migration wird immer nur aus der einen Seite betrachtet, nämlich vor allem aus der Perspektive der Masseneinwanderung. Wir müssen auch mal darüber reden, über das Thema Massenauswanderung. Seit 1990 sind mittlerweile etwa 1,5 Millionen Deutsche in das Ausland ausgewandert, und zwar dauerhaft. Und interessanterweise, von 1990 bis 2015 waren das etwa 150.000 pro Jahr, seit 2015 etwa 300.000 pro Jahr. Also fast 50%, nicht ganz, fast 50% aller derjenigen 1,5 Millionen Deutschen, die dauerhaft das Land verlassen haben, haben seit 2015 dieses Land verlassen. Und das sind ja nicht nur diejenigen, die am Ende die Steuerzahlung mitnehmen, sondern auch die wertvollen Dienstleistungen und Angebote mitnehmen, die wir doch so dringend in unserer Gesellschaft benötigen. Beispielsweise Handwerker, die nach Kanada gehen. Beispielsweise Pflegekräfte, die in die Schweiz gehen. Das sind doch die Leute, die wir hier in diesem Land brauchen. Und deswegen, bevor wir auch nur noch ein einziges Mal ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommen, die Forderung nach Einwanderung bekommen, wir müssen unsere eigenen jungen Leute zu den Fachkräften ausbilden, die wir benötigen. Und dann müssen wir den Leuten, die Fachkräfte sind, so viel von ihrem Lohn lassen, dass es sich auch lohnt, in diesem Land zu bleiben. In der Presse und von anderen Politikern wird häufig behauptet, die Alternative für Deutschland sei antieuropäisch. Das ist gar nicht wahr. Das Gegenteil ist der Fall. Weil wir einen Fehler nicht machen. Wir verwechseln diese Europäische Union nicht mit Europa. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich wollen wir mit unseren Freunden in Frankreich und in Österreich und in Italien zusammenarbeiten. In den Feldern, wo es wichtig ist. Und da gibt es ja was. Da gibt es natürlich den Schutz der gemeinsamen Grenzen. Ist doch gar keine Frage. Da geht es natürlich auch darum, den gemeinsamen Binnenmarkt weiter zu erhalten. Dass wir die tollen französischen Waren natürlich auch bei uns in den Supermärkten haben und wir gleichzeitig unsere tollen deutschen Autos auch zum Beispiel in Frankreich anbieten können. Ist doch gar keine Frage. Auch im Bereich des grenzüberschreitenden Naturschutzes beispielsweise. Alles das, was sie zwischen Frankreich und Großbritannien in den Kanal kicken, kommt über die Kanalströmung auch in Hamburg und in Amsterdam an. Es gibt also eine ganze Reihe von Punkten, wo wir zusammenarbeiten können. Auch und gerade zum Beispiel im Bereich der europäischen Verteidigungspolitik. Natürlich wollen wir dort mehr Kooperation, um nicht länger militärisch abhängig zu sein von den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn Unabhängigkeit im militärischen Bereich bedeutet auch mehr Spielraum in der Außenpolitik. Natürlich wollen wir das. Aber dazu braucht es eben nicht fast 60.000 Beamte in Brüssel, und dazu braucht es auch keine Frau von der Leyen in der Europäischen Kommission.